man versucht halt im Wettkampf immer das, was um einen rum passiert, auszublenden und sich nur auf den Sprung an sich zu konzentrieren und sag ich mal, nicht so wirklich sich von dem Rest beeinflussen zu lassen. Es ist zwar nicht immer ganz so leicht, weil wenn dann da tausende Leute am Rand stehen und rumschreien, ist es natürlich, wie gesagt, nicht so leicht, aber doch, man kriegt das irgendwann doch gut auf die Reihe. Das sind die Worte des 19-jährigen Tim Pyritz, der schon bei der Jugendolympiade 2010 in Singapur mit dabei war. Er holte vom 3-Meter-Brett einen 6. und vom 10-Meter-Turm einen sensationellen 4. Platz. Eigentlich kann Tim sich freuen. Ich hätte anfangs auf jeden Fall nicht gedacht, dass ich 4. werde von 10 Meter. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich bei dem Wettkampf, der die Qualifikation war dafür, bin ich 5. geworden und das wirklich mit einer guten Serie. Deswegen hätte ich auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass ich 4. werde und sogar fast 3. Andererseits ist es natürlich ärgerlich, dass es 4. geworden ist, wenn ich überlege, dass es nur 14 Punkte, glaube ich, zum 3. waren. Aber gut, so ist es nun mal, ne? Der kleine Tim erblickte am 14. Juli 1993 im ostfriesischen Aurich das Licht der Welt. Wie fast alle Jungen begann er mit dem Fußballspielen, merkte aber schnell, dass es nichts für ihn ist. Seine Schwester nahm ihn mit zum Training ihrer Turnergruppe und siehe da, aus Tim wurde ein Turner. Dann folgte der Umzug nach Rostock. Der Schüler ist 9 Jahre alt. Ein Jahr verging, ehe er sich entschloss, doch wieder etwas Sportliches zu tun. Er trat dem Wasserspringerclub bei und wurde 3 Jahre später, 2006, erstmals deutscher Jugendmeister. Und das sowohl vom 1- und 3-Meter-Brett sowie vom Turm. Weitere Erfolge schließen sich an. Insgesamt sammelte Tim in den nächsten Jahren 17 erste und 9 zweite Plätze bei den Jugendmeisterschaften. Außerdem wird er 4-mal Vierter bei den Erwachsenen. Bei den Junioren-Europameisterschaften 2010 in Helsinki gewinnt Tim die Silbermedaille. Einen 8. Platz vom Turm holte er sich außerdem noch bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2010. Diese Erfolge brachten ihn schließlich nach Singapur. Sehr schönes Erlebnis. Also, es war wirklich bis jetzt der beste Wettkampf, den ich hatte, weil es wirklich, es ist ja nicht so, dass jetzt nur Wasserspringer da waren, wie bei den anderen Wettkämpfen, bei Jugend-Europameisterschaften, Jugend-Weltmeisterschaften, sondern es ist ja wirklich, es sind alle Sportarten da gewesen und aus allen Ländern. Das war echt ein schönes Erlebnis und auch das Dorf an sich, dass wir wirklich alle in einem Dorf waren, das war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Chancen, dieses Jahr in London bei Olympia dabei zu sein, hatte er. Doch der 1,74 Meter große und 66 Kilogramm schwere Tim war vom Verletzungspech verfolgt. Beschwerden warfen ihn immer wieder in seiner Karriere zurück. In 4 Jahren möchte er aber auf jeden Fall dabei sein. Mir fehlen noch 2 Sprünge von 10 Meter. Das ist der 3,5 Auerbach und 3,5 rückwärts. Und sobald die in meiner Serie sind, denke ich, wird das auch was. Bei seinem Ehrgeiz hat er gute Chancen, die Olympischen Spiele 2016 in Brasilien erfolgreich zu bestreiten und im Finale mit der Weltkonkurrenz mitzuhalten.